Hi Leute, hier ist Mr. Harry Skywalker und ja, also mal seit langem wieder mit einem Blog und heute kommt, wie jetzt mal endlich angekündigt, meine Klonarmee, also ja, meine Custom-Klonarmee. Ja, also die Fahrzeuge sind nicht dabei, es sind mal die Custom-Klone dabei, dann meine weißen Klone. Zwei Mandalorianer und meine Jedi, die sind dabei. Die habe ich dabei. Und ja, also erstmal vorweg, es gibt da halt so zwei Anlässe, warum ich dieses hier mache. Erstens mal ist es, also wäre es ja mein 100. Video gewesen, aber jetzt mache ich es halt so als sogenanntes 60-Abonnenten-Special. Und ja, und dann der zweite, etwas traurige Grund, ein sehr guter Kumpel von mir, der, mit dem ich die Hälfte meiner Kindheit verbracht habe, hat einen Unfall und liegt jetzt im Koma im Krankenhaus. Und die Chancen, dass er durchkommt, stehen 50-50. Und ja, da bin ich halt auch jetzt sehr geschockt, weil das dann ja nicht jeden Tag passiert, dass ein sehr, sehr guter und alter Freund auf einmal im Koma liegt und vielleicht sterben könnte. Und ja, also die schwere Zeit bekomme ich ja eh Unterstützung, weil er hat bedeutet mir wirklich viel. Und hoffe auch, dass ich auch von euch irgendwie unterstützt werde. Und ja, und dann nochmal, und dann, aber ja, aber auf Regen folgt wieder Sonnenschein. Und dann komme ich jetzt noch mit einem freudigen, also ein für mich gutes Thema. Nämlich noch ein ganz spezielles Dankeschön an Spiegeltür 77, der, jetzt in seiner Kanalüberschrift stehen hat, abonniert Mr. Harry Skywalker, und danach hat er ein Smiley gesetzt. Also da möchte ich mich wirklich herzlich bedanken und ja, daher mal für ihn so eine richtig dicke Abo-Empfehlung. Er hat jetzt mittlerweile schon 70 Abonnenten und ja, schaut bei ihm vorbei. Er hat sich wirklich verdient und es wird sich auch wirklich für euch lohnen, wenn ihr da reinguckt. Ja, okay. Und dann noch etwas, es werden ein paar Customs werden nicht auftauchen. Eines zum Beispiel Davis, den habe ich gerade hergeliehen. Aber das macht mir nichts. Also das finde ich macht nichts. Okay, also gehen wir mal los. Also so sieht man das alles aus. Also die Platten und so. Ja. Also hier mal so als Symbol, dass er der Klonspender ist, haben wir hier mal einen schon älteren Jango Fett Custom. Silber angemalt. Silber Jetpack. So, mit so einem sandblauen Arm und graue Beine. Ja. Und so einen Kopf. Der ist schon älter, der ist schon in den Energieferien. Also eine Woche vor. Ja, eine Woche circa vor den Energieferien habe ich den ja gemacht und der ist jetzt auch schon älter. Dann, ja, also ich habe die so in Reihen eingeteilt. Sind zwar nicht immer in derselben Reihe, aber egal. Hier mal Rex, der darf hier nirgendwo fehlen. Ist zwar kein Custom, aber trotzdem sehr cool. Also, ja. Dina. Ein Custom, den ich nicht in den Custom-Updates vorgestellt habe. Da werden jetzt auch noch ein paar kommen. Die werde ich dann auf Twitter veröffentlichen. Fives überarbeitet. Also der hat jetzt, ich habe jetzt nochmal drüber gemalt, weil die alte Farbe schon bröckelig wurde und abging. Echo, ich habe seine Torso gelassen. Jesse, auch neu überarbeitet. Kix, ebenfalls neu überarbeitet. Neuer Hardcase. Er hat zwar im Original da an den Seiten unter dem Visier zwar nur einen Strich, aber ich wollte mal so haben. Dann Dogma Phase 1 und Tab Phase 1 und ja auch noch so, auch mit so einer Träne, ein Airborne Trooper in Blau. Ja, der gehört, ja. Dann hier hinten noch der Techniker, der Klonattentäter und der hier, der Blaue, gehört mein Freund und der gehört auch mein Freund, der Dingsbums, der Airborne. Ja, und der Phase 2 Clone Wars auch. Dann hier, also
Rock, Drago, Sting, Phoenix, mit den hebe ich jetzt mal kurz raus, mit so einem neuen Geschütz da hinten. Ja, das kann man so nach vorn klappen, wie der von Foro, der eine blaue hat ja auch so, kann das so nach vorn klappen. Und ja, das werde ich im nächsten Video, werde ich euch das mal genau zeigen. Und ja, ich setze nochmal schön hin. Ja, so. Dann hier Tilly. Den könnt sich vielleicht noch ein paar erinnern. Cody mit Orangenvisier. Boyle, Waxer, Festes. An den werden sich, glaube ich, nur noch wenige erinnern, weil der ist auch schon sehr alt. Der Airborne Trooper. Noch ein Airborne Trooper mit Jetpack. Und ja. Sand ARF. Dann hier Blei. Wie gesagt, hier, der Posten ist frei, da gehört Davis hin, aber der ist jetzt gar nicht da. Und ja. Zwei Sternenkorps. Dann hier Gree, Commander Gree, der Kashyyyk Scout, der echte Kashyyyk Scout von Lego. Die Custom Kashyyyk Scouts von mir. Ja. Der Klon Spion. Auch neues Gesicht. Abgekupfert von dem Spiel. Die komplette Saga. Ja, dann hier. Klon 99. Mit Rucksack. Ein sehr, sehr cooler Klon. Meiner Meinung nach. Also ich finde seine Taten so cool. Dann hier die drei Rettungsklone. Wolf. Der Wolf. Der Wolfpack Trooper. Der Custom Wolfpack Trooper. Custom Wolfpack Trooper. Ja. Wolfpack habe ich jetzt auch ein anständiges. Und dann hier ein sehr, sehr trauriger Fall. Habe ich auf einem Flohmarkt gefunden. Ein misshandelter ARF-Trooper, den haben sie irgendwie die Schnauze weggemacht. Und ja, und grüne Arme hat er. Und ich habe ihn aufgenommen und auch zu so einem Wolf-Special-ARF gemacht. Und hier, an den werden sich sicher auch fast niemand mehr erinnern. Der Airborne-Trooper von Wolf. Und dann hier neuer Baccarat, also neuer Helm. Die Marines, und die erinnern sich vielleicht ein paar noch. Dann Fox, Stone, der Shock Trooper, der andere Shock Trooper. Und dann hier mache ich ein neues Custom-Projekt, nämlich die Senats, also die Coruscant-Wachen. Neo Trooper, Monk, Clone Sergeant, Horn Company, ein Custom von meinem Freund, den wollte, dass ich vorstelle. Cold, Blitz, Havoc, der Special Arf Trooper, also der Elite. Dann hier Arc Trooper, sorry. Dann hier eine Reihe voller Arc Trooper, also der Rest ist voller Arc Trooper. Hier auch noch ein Arc Trooper und hier sind dann alle voller ARFs. Dann die Bomb Squad Commander, die drei normalen Bomb Squads, die drei Episode 3 Piloten, Keller, ein Cold Assault Trooper, drei Cold Assault Trooper, Treff und Talon. Und ein normaler Clone Wars, also ein Clone Wars Pilot. Dann haben wir hier noch hinten das göttliche, legendäre Delta Squad. Also hier sind die Jungs vom Delta Squad. Boss, Fixer, Scorch und Seth. Und hier auch noch Gregor. Also hier der mandolianische Attentäter, der aber mal auf der Klonstätte als Ausbilder galt. Dann hier sind die weißen Klone.
Außer halt da dieser Sergeant mit einem G, der ist halt kein normaler weißer Klon. Aber der Rest sind ganz normale weiße Klone. Dann hier unten die Astromax. Also R2D2 in der Mitte. Und dann hier meine Jedis. Alter Anakin, neuerer Anakin, alter Obi-Wan, neuerer Obi-Wan, Yoda, älterer Mace Windu mit leuchtendem Lichtschwert, neuer Mace Windu, Eve Koff, Even Peel, Barriss of Fee, Luminara und Dooley, Ki-Adi-Mundi, Lokon, Ahsoka, Staffel 4 bis 5, in der 5. geht's ja. Ayla Secura, Shakti, Kit Fisto und Quinlan Vos. Ja, genau, also das war das Video meiner Klonarmee. Ja, und dann möchte ich, also die Abempfehlungen gehen so wirklich super an Spiegeltür 77, dann an Lego 549 und an Supersonne 15. Ja, und dann hätte ich dann noch und dann noch etwas, eine direkte Nachricht zu Spiegeltür 77. Also deine Bestellung vom Custom Shop, die dauert jetzt noch ein wenig. Ich muss noch die Custom Waffen machen, aber die wird dann bald kommen. Spätestens in den Osterferien hast du sie dann, okay? Hoffe, du hast Verständnis und ja. Also ich muss die Waffen und so noch bauen. Ja, und dann noch an Kommandant Phil. Könntest du mir jetzt die Rückmeldung geben, dass du den Commander Gree Custom erhalten hast, weil ich habe es dir seit 2 Wochen geschickt und einen Zettel mitgegeben, dass du mir eine Rückmeldung schicken sollst, wenn es da ist. Okay, also gib mir das, also schick mir das und ja, also nur zum Sichergehen, weil ja, ich werde nämlich irgendwie unruhig, wenn du mir das nicht schickst und ja. Okay, dann ja. Jetzt kommt mir wieder der Gedanke, meinen Freund in den Kopf. Und ja, ciao Leute.